Aber liegt hier irgendwo noch ein Dieb rum? Manchmal laufen zwei rum. Aber den habe ich schon. Mein Gott, wie lange wollt ihr diese Leichen rumliegen lassen? Ist ja ekelhaft. Gut, dann würde ich mal sagen. Ich soll eigentlich mit dem Typen reden. Ah, warte mal, vielleicht habe ich es gar nicht aktiviert. Erstehe Honigheim. Süß. Erstehe Honigheim vom Vogt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir. Ich habe wirklich nicht, was ich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was kann man nachts machen? Komm, wir gehen mal. Nein. Wir brechen mal hier ein. Weil der hat bestimmt wieder ein paar Sachen. Und das kommt wovon, ne? Das kommt von Langeweile. Wenn man nachts nicht schlafen kann, muss, soll, dann macht man so böse Sachen, wie zum Beispiel einbrechen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Warum bist du denn noch da? Warum bist du noch wach? Es ist mitten in der Ich Nacht. werde euch nicht noch einmal warnen. Ja, komm, dann warten wir. Ich habe nichts zu tun. Wollen wir die Kinder erschrecken mit der Maske? Wollen wir uns einen Segen holen? Wollen wir hier mal reingehen und gucken, ob wir ihn einfach nur übersehen haben? Könnte ja sein. Lade schon, nur lade schon, nur lade schon, nur lade schon. Thank you. Da ist er. What? Ihr wird nicht rumgetrödelt. Wieso trödeln? Auf der anderen Seite ist er. Komm, wir haben's. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet mit seiner Da. Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Jo, jo. Man glaubt so Sachen, ne? So. Da ist ja Anuriel. Meine Fresse. Das heißt, wir probieren das jetzt mal. Das heißt F5. Oh. Und jetzt tun wir unser ganzes Geld da rein. Wartet. Yay. Da bin ich erstmal gespannt. Warum eigentlich Gold? Heißt das nicht Septim oder sowas? Okay. Gold ablegen. Da ist mein ganzes Gold drin jetzt. Voll aufpassen müssen wir. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt Ich von möchte ein Haus kaufen für Jarlmeier. 8000. Das geht ja noch. Naja, weil, doch, weiß nicht. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Nein, Dieses was? Dokument enthält weitere Einzelheiten. Das habe ich gar nicht geklickt. Töte den Banditenanführer in Bruchhelmtal. Okay, ich möchte gerne ein Haus kaufen. Prächtig! Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Okay, warte. Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch zum Verkauf. Ich sollte mir etwas mehr Entscheidung lassen. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr euch zum Kauf des Hauses entschieden habt. Mist, dann war das nicht hier. Vielleicht sollte ich ein Ihr weniger seid in nehmen. Rifton willkommen, solange ihr unsere Ge Hey! befolgt. Ja, dann leg dich nochmal hin. Ich muss mein eigenes Gold jetzt klauen. Ich glaube es ja nicht. So, nehmen wir uns mal. Ah, geht gar nicht. Wir müssen 8000 bezahlen. 8000. Ah. Das glaube ich jetzt mal nicht. Komm mal her. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ja, Der ja. Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Prächtig! Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. 8000, Bitch. Na, okay, ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Zum Glück habe ich alle beklaut. In eurem Riften. Kehre zum Jarl zurück. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gern. Und natürlich findet ihr in der Fibel des. Also, was möchtet ihr gern kaufen? Ich möchte natürlich
alles haben. Boah! Das ist aber teuer. Ein Garten, eine Terrasse, Kinderzimmer. Muss ich mich wieder entscheiden hier, oder? Weil jetzt diesmal habe ich Alchemielabor und Verzauberungslabor Möglichkeiten. Ich möchte eigentlich alles haben. Ich möchte immer ein Schlafzimmer. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Küche. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Boah, ist das teuer. Ein Garten. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst Ich lasse mich überraschen. Ich will es nicht. Wir hätten natürlich vorher mal gucken können, wie es aussieht. Und danach. Ich mag ja eigentlich immer dieses Vorher-Nachher. Wisst ihr was? Das mache ich mal. Ich kaufe es mir. Und dann gehen wir mal in mein Haus. Es sei denn, ich habe dann keine Truhe und so. Aber dann hole ich das später. Aber wir gucken uns mal mein Haus an, wie es ist. Bis gleich. So. Auf dem Weg hat mir wieder eine Wache mir irgendwas erzählt, dass es irgendwie eine Lichtung gibt mit Zweiglingen. Da war er noch nicht. Ich weiß aber nicht genau wo. Es steht immer nur Karte aktualisiert. Er meint wohl die Herbstschattenlichtung, aber die habe ich doch schon. Naja, auf jeden Fall gibt es da was. So, da ist mein Haus. Yay. Abgeschlossen. Besuche Honigheim. Oh, das sieht aber sehr eng aus. Nicht Lydia, nicht du. Nein, du nicht. Okay. Aber ich habe einen Keller. Ich habe einen Keller. Geil. Okay. Hier kann ich Rituale vollführen. Ne? Kann ich dich opfern? Lydia. Da bin ich ja mal gespannt, wo was hinkommt. Wollen wir uns das mal durchlesen? Was die Fibel hier von dem hier ist. Fibel des schönen Wohns ins Riften. Wir haben nämlich diese Fibel, müssen wir um den Rest, wenn ja, mal. Küche. Haben wir. Hinter der Eingangstür ist eure Küche, Schlafzimmer. Bla bla. Und ein Bett. Mit diesen Alchemie. Verzauberung. Mit denen im Keller. Übungspuppen, an dem ihr eure Verzauberung ausprobieren könnt. Was? Kinderzimmer. Dieses Paket fügt eurem Keller ein bequemes Kinderzimmer mit zwei Betten, einem Schrank, einer Kommode im Keller. Ein Spielbereich, das ist aber ganz schön übertrieben. Die soll ja nur Kinder sollen ja nicht übertrieben verwöhnt werden. Solltet ihr ein Verzauberungslabor erworben haben, so wird es durch dieses Paket ersetzt oder umgekehrt. Garten. Terrasse steht jetzt nicht da. Das hört sich aber toll an, die Verzauberung, obwohl ich es nicht brauche. Aber enthält außerdem einige Übungspuppen. Cool. Das ist ja blöd jetzt. Hier können wir raus. Genau, das geht jetzt hier. Das haben wir ja schon gesehen, wo das hingeht. Lieder der Rückkehr haben wir noch bekommen. Ansonsten nicht wirklich viel. Aber wir können endlich was in die Truhe reintun. Yay. Also wenn wir hier mal sind und so. Ich werde zu Weißdingens zurücklaufen. Und mich da um alles kümmern. Außerdem will ich das ja haben, dieses eine Teil da, dieses zwergische Dingens. Das ist aber ganz schön klein. Ich dachte, es wäre größer. Also, ich muss zugeben, das hat sie gesagt. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen enttäuschend. So. Soll ich denn schon mal was wegtun? Ich weiß es nicht, ob ich hier auch alles wegtun soll oder ob ich Weißlauf als Mittelpunkt für alles machen soll. Bisschen seltsam. Es ist schön, wenn man hier was hinlegen kann, aber eigentlich nur, wenn ich gerade sowieso hier bin und mich aufmachen möchte für eine Quest. Und genau das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. Weil wir haben jetzt ja nachts, das heißt, ich könnte alle Sachen einfach mal hier, die ich erstmal nicht brauche, wegtun. Und dann suchen wir doch mal ein paar rundherum ab. Wollen wir das machen? Und ein paar Quests machen. Gut, dann mache ich das, werfe jetzt alles weg, was wir nicht brauchen, damit wir wieder genug Platz haben, um ein paar Sachen einzusammeln. Und ich denke mal, das bleibt in der Truhe. Wie die Truhe da auf dem Tisch steht, sieht voll gefährlich aus. Okay, bis dann. Aber die Kultur sieht toll aus. So, mitten in der Nacht, ich habe alles weggeräumt, ich habe wieder ziemlich viel Platz. Mitten in der Nacht gehen wir jetzt mal in die vergessene Mine und oder die Fallsteinhülle.
Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oder wir suchen hier im Bruchhelmtal. Oh. Da müssen wir auch gleich das was machen. Huch. Jo, können wir natürlich auch machen, ne? Können wir natürlich auch machen, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, finden wir, machen wir ein paar Banditen kalt und finden ihren Mann hier von Leifnarr. Dafür gehen wir zu Ständer. Ständer. Jo. Und bin ich mal gespannt, wie das wird. Wir haben wieder Platz und eigentlich ist es auch egal. Bloß ich mag es halt nicht, überall verteilt was zu haben. Ich hab's gern. Ich hab. Ja. 2 Stunden hierher. Ich hab's halt gern übersichtlich alles da, wo es sein soll. Markierung setzen, ja. Dahin müssen wir. Komm. Mein Mädel. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir dahin müssen. Ah, bin ich wieder auf mich allein gestellt, weil du einmal rumlaufen musst. Egal, ich suche es ohne dich. Ist in Ordnung. Wenn ein Gegner kommt, mach ich ihn fertig. Apropos, hab ich überhaupt alles? Frostresistenz, ja, das werde ich alles später noch machen. Schön, ey. Schön, schön, schön. So. Wo da hinten soll er sein? Wo weiß ich überhaupt, wo er ist? Ich weiß doch nur, dass er im Tal irgendwo ist. Ah, hier. Ah. Und du hast mein Herz getroffen. Okay, wir haben Banditen, das heißt Bogen des Feuers schön nehmen. Und mal gucken, ob er da ist, der Typ. Vielleicht ist er von den Banditen ja überfallen worden. Weil er hat ja Holz gehabt. Das könnte gut zusammen passen, ne? Leider, deshalb hasse ich Banditen auch, die töten. Ich meine, ich bin ja auch Dieb. Ich darf da nicht was sagen, ne? Aber. Ja, geht ja gleich los. Gucken wir mal. Findet live. Man kann nicht ranzoomen, warum nicht? Nö, scheinbar ist er wirklich da drin, Leifner. Das weiß ich einfach als Drachenblut. Das liegt mir so im Blut. Hm? Außerdem bin ich eine Echse. Natürlich bin ich Drachenblut. So, speichern wir. Ich habe zu Hause, als ich weggetan habe, in die Truhe nochmal abgespeichert. Ordentlich. Falls sie die Truhe irgendwie resetten, aber ich glaube nicht. Die Truhe ist, glaube ich, sicher. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wirklich? Wie viele Banditen haben wir schon ausgenommen hier, ne? Das wird schon, keine Sorge. Nur aufpassen, dass sie keine Geräusche machen. Doof natürlich als Let's Player. Hallo. Was war das? Brenn. Ah. Ist er tot? Sieht aus, als ob er irgendwie noch lebt. Da oben muss ich hin. Ist also wieder schön. Boah, kannst ja schön Hollywood mitmachen, ja, wie du hier gestorben bist, du. Theatralisches Ding, du. Ihr könnt schön viel Loot haben, ne? Ich habe mich schön hier frei gemacht. Also, ne, es kam falsch rüber. Ich habe schön Platz gemacht. Soll ich dich mal frei machen? Ah, schon gut. Du musst es aushalten, weil ich dein Tarne bin. Aber bald nicht mehr. Keine Sorge. Oh mein Gott. Ist da jemand? Bist du ein Idiot? Ist der ein Idiot?
Kopfgeld ausgeben. Yay. Na, was haben wir denn hier? Das sind ja alles nur Todesköpfe. Oh mein Gott, ihr habt gerne umgebracht, ihr Arschlöcher. Schlacht von Sankretor. Sacre bleu. Glasknacken Elixier, mein Gott, was soll's. Banditenführer, in der Nacht. Und mal wieder richtig schön viel Geld. Das kann ich alles mitnehmen, weil ich jetzt endlich ein fucking Haus hab. Elfenkriegshammer der Feuerbrunst. Nehme ich mit. Alles mitnehmen. Falle. Falle. Immer schön gucken. Wenn er nachts dagegen kommt, aus Versehen. Upsi. Wir haben Elfenpanzerhandschuhe, Ebenerz. Oh mein Gott, Beidhändig-Angriffe. Soll ich hier mein Werwolf dann beidhändig machen? Weil ich finde das Abhalten ziemlich gut, aber er könnte natürlich auch einfach nur schwingen. Ich gebe ihm so ein beidhändiges Teil und BÄM. Mal schauen. Ist natürlich nämlich super. Oh, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Warte, ganz kurz. Das will ich mal noch kurz, ganz kurz gucken. 25%. Naja, was soll's. Aber ich habe Live-Nier nicht gefunden. Muss ich da hoch oder so? Live-Nier. Ich dachte, ich hätte ihn gefunden. Finde Leifnir. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Zum Glück gibt's nicht eine Map. Hä? Wie komme ich da rüber? Das erste Mal, dass ich wirklich da hoch muss und es nicht schaffe, oder was? Hier. Yay, ich hab's geschafft. Leifnir? Ich bin oben, Leifnir. Leifnir. Wo bist du? Entschuldigung. Geradeaus. Muss ich bestimmt irgendwie hochklettern. Also nicht hier, sondern außen. Aber warum wird es hier angezeigt? Ah, da! Oh mein Gott. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Oh nein. Oh nein. Ah. Oh Mann. Oh, sind die eklig, die Banditen. Ach, ist ja ekelhaft. Die haben einfach, während hier live hier schlafen wollte, hier rumgehämmert. Das ist so assi. Das ist so assi. Ich meine, er möchte einfach nur mal ein bisschen schlafen und er hat nicht mal irgendwie Ohrstöpsel oder schöne Musik. Nee, ernsthaft, das ist ja... Das tut mir voll leid. Na, wie sieht der aus? Oh, der arme Sohn. Und der hat mich ganz nackt ausgezogen. Kehre zu Grosta. Grosta ist ab sofort für alle da. Oh, naja. Dort haben wir Frostbiss. Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das schon kenne. Kenne ich Frostbiss schon? Bestimmt scheiße. Yay. Super kacke. Yay. Hauptsache ich kenne es. Yay. Boah, fast hätte ich ihn nicht gefunden. Dann wäre das eine Mysterie, die immer auf, die niemals aufgedeckt werden würde. Denn woher weiß ich überhaupt, dass das Leifnir ist? Die hat mir kein Bild gezeigt oder so. Ich meine, der hat es nicht irgendwie unter seiner Unterhose jetzt eingeschrieben. Ja, weil er die Beine so breit gemacht hat. Wie jetzt die Frau. Grosta. Wollen wir doch mal gucken. Grosta ist... Wo war denn jetzt? Da, Grosta war hier. Oh.
Ja, müssen wir sowieso, um Fall das Zahn noch fertig zu machen. Das heißt, Groster können wir irgendwann machen, wenn wir hier hingehen. Nach Lexi. Das Lexikon können wir eigentlich wegbringen gleich mal. Oder wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Zur vergessenen Mine. Ich meine, wir haben 8 Uhr, wir könnten uns mal andere Sachen kümmern. Aber ja, wir haben jetzt eigentlich auch genug. Wir haben eigentlich noch richtig schön, ne? Aber ich kann noch nicht schnell reisen, ist mir gerade mal so aufgefallen. Ne, alles einsammeln, alles einsammeln. Pilze! Pilze! Ah. So, ihr Arschlöcher habt so verdient zu sterben. Ich weiß, sowas sagt man eigentlich nicht. Aber ich schon, weil ihr seid Kacke. So, wenn die Markierung da oben ist, das ist doch schön. Dann gehen wir runter jetzt. Und, ja. Soll ich mal ein bisschen Magie üben? Mit Feuer oder so. Oder Eisblitz oder whatever. Stimmt, hier bin ich gar nicht nach links gegangen. Nee, ich brauche nämlich nur noch ein bisschen Erfahrung. Und dann wenn, ist vielleicht ja, dass ich das andere erhöhen kann. Ach so, doch, hier waren wir schon. Da oben ist Mavens, also Bitches Haus. I see. Ich hör's, ich hör's. I hear you. Oh, ist das schön. Oh. Und da ist eine Ader. Noch eine Corundum-Erzader, die ich nicht brauche. Ich brauche unbedingt Level. Ich brauche unbedingt Punkte. Weil jetzt, wo ich weiß, was ich möchte, brauche ich die Punkte. Am Anfang habe ich die einfach nur irgendwo reingetan. Das ist ziemlich dämlich. Aber was soll's. Hört auf, mich fertig zu machen. So. Oh. Ein Khajiit ist hier runtergefallen. Danke, mein Gold nehme ich mir gerne mal mit. Das tut mir jetzt leid. Oh, da ist aber jemand kopfüber runtergefallen. Oh. Wollte er baden oder das Wasser war ihm zu kalt oder so, kann auch sein. Dum-di-dum. Dum-di-dum. Wie Lydia einfach hinkam. Wie wär's mit Nicht-Drachen? Kein Drache bitte jetzt. Ich hab keinen Bock auf den Drachen jetzt. So. Ist einfach so mal so ein Wunsch. Wie wär's mit einem ganz normalen Wolf oder so, damit ich mal mal Magie benutzen kann. Oh, was ist hier? Ah. Da sind wir nachts mal langgelaufen. Ich erinnere mich. Was war ein Abenteuer? Ja. Jetzt tagsüber ist alles viel hübscher. Aber guck mal, es ist wirklich. Oh nein, das heißt, der Winter kommt. Es gibt wirklich. Es gibt. Dingens. Seasons. Oh Mann, Jahreszeiten. Wieso ist es so schwer, das mir zu merken? Es gibt Jahreszeiten und wir sind gerade im Herbst. Das heißt, oh fuck it. Nächster Monat wird schrecklich. Wir sind nämlich gerade erst am 6. Herbst. Ich habe den Sommer also so gesehen ein bisschen verpasst. Oh, ein Schatzjäger. Okay. Notiz des Schatzjägers. Liegt da einfach mal einer. Erkunde Steinfallhöhle und Berge Eisenkriegsaxt des Unbehagens. Stehe kurz vor Entdeckung des Zielobjekts Eisenkriegsaxt des Unbehagens. Sollte sich im Steinfall in der Steinfallhöhle befinden, wird vermutlich von Totenbeschwörermeister bewacht. Natürlich. Natürlich. Steinfallhöhle. 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 Kunde die Steinfallhöhle. Machen wir an und zeigen wir mal. Oh mein Gott. Warum soll ich die bergen? Einfach nur so? Okay, weil sie Unbehagen macht. Das macht mir Unbehagen. Oh, ich höre schon wieder. Boah, wie macht sie das? Galileo Mystery muss daran. Wie kommt dieses Geräusch zustande? Na komm, aber der Herbst ist hübsch. Der Herbst ist wirklich hübsch. Ich mag den Herbst nur nicht, weil es kälter wird, der Sommer weggeht und man weiß, dass der Winter bevorsteht. Nee, das ist halt.
der Grund. Ob ich da hochgesprungen bin. Juppie! Nicht mehr, hat mir nicht mal wehgetan. Ah, so ist es gar nicht da. Ob ich. Kann ich eigentlich auch kritischen Schaden machen, wenn ich mich hier verstecke und hier Eis-Dingens mache? Weil ich habe das ja irgendwo hier. Eisstachel auf 4. Einfach mal so. Achso, das ist jetzt auf der rechten Seite. Warum nicht? Kann ich mich ein bisschen wehren. Hallo? Mache ich alle fertig? Oder auch nicht? Das ist sehr schön hier. I like. Das ist scheinbar einfach nur so. Tagebuch des Bergmanns. Wisst ihr, gerade wenn man denkt, dass man ganz unten angelangt ist, werfen einem die Aedra manchmal eine Rettungsleine zu. Die Aedra? Seit die Rebellen die Mine in diesem Bereich übernommen haben, habe ich nirgends Arbeit finden können. Und schon kommt mein alter Partner Bern des Weges mit einer Besitzurkunde für eine alte Goldmine in den Bergen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander gearbeitet haben. Tja, 4 Jahre werden es jetzt wohl sein. Es ist schön, endlich mit jemandem zu arbeiten, der sich auskennt und so klingt, als. Und es klingt so, als wäre es leicht verdientes Geld. Niemand verkauft eine Mine für eine Handvoll Septime. Ich dachte mir schon, dass sie in schlechtem Zustand sein würde, aber so schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Das ist kaum mehr als eine bessere Höhle. Mag sein, dass es hier einmal Gold gegeben hat, aber wir haben nicht einmal eine Ader, mit der wir anfangen können. Wir haben aufs Geratewohl drauf losgehauen. 3 Wochen haben wir mit dem Graben des unteren Tunnels zugebracht, aber noch nichts dafür Oh mein Gott, es geht weiter. Nichts, kein Gold, keine Edelsteine, kein Erz, nicht mal irgendein nützliches Gestein. Die Steine hier zerbröseln, sobald man sie aufeinander stapelt. Ich bin bereit aufzugeben, aber Bern will weitermachen. Das Wunder von Bern halt. Nur noch ein kleines bisschen weiter, Hatria. Oh, es ist auch wieder ein Porno. Und wir sind so nah dran, Hatria. Pah. Bern will, dass ich nächste Woche nach Riften zurückkehre, um Nachschub zu holen. Vielleicht kann ich mich dabei ein wenig beruhigen. Ich bin zurück und nichts. Von Bern ist weit und breit auch nichts zu sehen. Als wäre er einfach fortgegangen. Kein Blut, kein Kampf. Er hat mich wohl einfach im Stich gelassen. Ich habe 3 Tage lang gewartet, aber er ist nicht zurückgekommen. Ich gehe nach Riften zurück und sehe, ob ich ihn oder vielleicht eine andere Arbeit finde. Es hat keinen Zweck, hier noch mehr Zeit zu verschwenden. Bern, wenn ihr das findet, ich hatte mehr von euch erwartet. Tja, dann wollen wir mal gucken, was sie so gemacht haben hier. Auf jeden Fall sind die beiden nicht hier. Die sind wenigstens in Sicherheit. Das ist wenigstens etwas. Hier haben sie gegraben. Bin ich mal gespannt. Aber das ist doch schon schön. Und wetten, ich finde sofort was. Die brauchen Tage, Wochen. Und ich, laufe ein paar Stunden durch. Bin toll. Laterne, Laterne. Oh, ist das doch schön, das zu haben hier. Daraus kann man doch was machen. Spitzhacke. Soll ich hier auch irgendwie was machen? Komm mal her, wir finden bestimmt was, Lydia. Lydia! Nee, ich denke mal, wir müssen... Warte. Unter Wasser. Boah, ich habe wie wenig Magika ich habe. Wenigstens mal keine Arschlöcher. Wirklich mal. Wenigstens keine Fallen oder sowas. Die hatten einfach einen Traum. Die hatten einfach einen Traum. Vulkanglashelm und einen Krug und... Das war's wirklich. Das da jetzt, da habt ihr schon aufgegeben? Okay, das heißt hinterm Wasserfall. Ich denke mal hinterm Wasserfall. Jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Weil du kannst mir nicht sagen, dass es schon abgeschlossen ist. Nein. Wusste ich doch.